Ich finde, Frauen entschuldigen sich sowieso grundsätzlich viel zu oft. Vielleicht sollten wir das einfach üben, indem wir sagen, so, jetzt gucken wir mal, ja, wer es am längsten ohne Entschuldigung schafft. Und wer es nicht mehr aushält und sich entschuldigt, der fliegt. Und wenn Sie jetzt sagen, Moment mal, das klingt doch wie diese Show, wo Bully Herbig 10 Comedians in einen Raum sperrt und Caroline Kebekus macht Furzgeräusche. Ja, das haben wir uns auch gedacht. Und darum gibt es jetzt eine neue Show. Nach Last One Laughing, Last One Laughing Staffel 2 und Last One Laughing, jetzt wird geheiratet, kommt heute für Sie das Frauen-Special. Freuen sich gemeinsam mit uns auf Last One Entschuldiging. Sorry für den dummen Namen. Die Regeln sind denkbar einfach. 10 Teilnehmerinnen und die erste, die sich entschuldigt, wird von mir knallhart weg eliminiert. 10 Frauen. Das heißt, da sind 9 andere Menschen im Raum, denen gegenüber du jederzeit ein schlechtes Gewissen haben könntest. Das ist hammerhart. Bin mal gespannt, wie es wird, ey. Ich bin ja schon ein kleines bisschen aufgeregt. Achtung, es geht los in 3, 2, 1. Oh Gott, Entschuldigung, ich habe mich total erschrocken. Ich bin voll zusammengezuckt. Hä? War ich ja, das? Hier, oh, Videobeweis. Wollen wir mal sehen, wer uns hier erwischt hat, oder? Oh Gott, Entschuldigung. Ich bin voll zusammengezuckt. Oh nein. Ja, also du, du und du. Und ihr drei hier hinten seid raus. Ciao. Entschuldigung. Ey, das ist echt das brutalste Spiel, an dem ich je teilgenommen habe. Ohne Scheiß. Oh, sorry für den Ausdruck. Runde 2. Es geht los in 3, 2, 1. Will noch jemand eine Tasse? Ich glaube, ich nehme Wasser. Aber das hier ist mit Kohlensäure, oder? Ja, ich glaube schon. Oh, nee, ich brauche Stille. Oh mein Gott, ey. Oh, das war heiß, oder? Tut mir nicht leid. Es tut mir so leid, ne? Das tut mir nicht leid. Ich stand auch scheiße. Das einfach so passieren lassen, ohne entschuldigen. Das hat mir mehr wehgetan als der heiße Kaffee. Aber gut, in 2 Wochen sind die Brandblasen auch schon wieder weg. So, liebe Teilnehmerinnen, ihr solltet ja alle etwas vorbereiten. Ich würde sagen, es ist Zeit, dass jetzt mal so langsam eine von euch etwas präsentiert. Ja, ich kann nicht anfangen. Oh, sorry. Du kannst. So. Da schauen wir uns an. Gute Nummer mit der Hand. Oh, sorry. Ich glaube, ich muss ins Krankenhaus. Ja, glaube ich nicht. Komm. Sorry. Wann ich mich im Alltag entschuldige? Wenn ich was zu schlecht mache, wenn ich was zu gut mache, wenn jemand anders was schlecht macht und ich weise ihn darauf hin, wenn ich was vergesse, wenn jemand anders was vergisst und ich erinnere ihn dran. Wenn ich zu spät komme, wenn ich zu früh komme, wenn ich pünktlich komme und jemand anders kommt zu spät. Wenn ich jemand fragt, wenn ich gefragt werde, wenn mein Chef mich fragt. Moment, nee, darf, doch, dafür entschuldige ich mich auch. So, 8 Teilnehmerinnen hat es bereits erwischt in 1,5 Minuten. Ich würde sagen, es ist Zeit, jetzt mal ein bisschen Action in die Sache zu bringen. Hm? Ah! Entscheidend ist die Frage, warum die Lampe von der Decke gefallen ist. Aber rein logisch kann ich dafür gar keine Verantwortung tragen, obwohl ich mit dir in einem Raum bin. Jetzt bleib mal ganz ruhig. Du kannst ja gar nichts dafür. Ich stand hier auch blöd. Mhm. Entschuldige für den Schreck. Ja, war ja klar. Ich glaube, ich habe mich gerade entschuldigt. Das war da. Ja. Entschuldigung! Oh. Sorry, schon wieder, ne? Ach, Entschuldigung. Sorry, ich habe mich da eben entschuldigt, ne? Oh, Entschuldigung. Wir haben eine Siegerin und eine ca. 3 Minuten lange Show. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Das war's schon wieder mit Last One Entschuldigen. Sorry für den dummen Namen. Hat unsere strahlende Siegerin dann noch irgendwelche Schlussworte? Es tut mir so leid.